Ach, der Butler ist auch erschienen. Kommen Sie bitte rein. Hier, nicht auf den Boden filmen. Immer Blickkontakt haben, das ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, also willkommen zu einer erneuten Roomtour. Diesmal nicht aus der Niederlande oder sonst irgendwo, sondern wir sind diesmal in Südtirol, in Italien. Und deswegen kommen wir jetzt einfach mit. Es ist ein Airbnb, es ist kein Hotel, aber es sieht wirklich fresh aus. Und da komme ich direkt ins Bad. Ja. Was soll ich dazu sagen? Beim Bad haben wir ein Waschbecken, eine Dusche, die relativ schön aussieht, mich, der noch schöner aussieht, und da kannst du einfach reinscheißen. Wie geil ist das bitte? Ja, das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Auf die Toilette, ja, müssen wir jetzt hier nicht weiter gucken. Ja, dann würden wir auch direkt weitermachen mit dem Schlafzimmer. Da kommt doch mal bitte rein. Ja. Das Schlafzimmer ist sehr, sehr schlicht gehalten. Ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Hier ist ein Bett. Eigentlich dachte ich erst, hier ist noch ein Fernseher, aber hier ist kein Fernseher, hier ist noch so ein ausziehbares Bett, aber das brauchen wir ja nicht. Aber das reicht ja komplett, weil wir müssen nicht Fernsehen schauen. Wir haben ja Netflix und iPad und sowas und einen feinen Blick aufs Gehänge. Das ist ein ganz feines Gehänge hier. Ja, seht ihr das? Da können nämlich die Kühe mit ihren Eutern und Glocken läuten. Ja. Okay, wir machen weiter. Ich weiß schon, das wird meine Familie sehen und die werden sich wieder denken, Junge, der hat so einen Schaden, von wem hat er das? Aber ich kann sagen, von meinem Vater habe ich das, ja. Okay, das hier ist auch nicht weiter spannend. Hier hast du halt eine Couch und hier hast du einen Fernseher. Das ist so, sage ich mal, noch das Normale. Aber wir kommen nachher zu einem Teil, der ist wirklich brutal. Ihr habt das vielleicht schon im Intro gesehen. Ja, Küche ist halt auch ganz normal. Ne? Es hat keinen Ofen, das ist ein bisschen schade, aber wir haben generell nur Sachen mitgenommen. Also es ist alles mit Selbstverpflegung. Wir haben aber generell nur Sachen mitgenommen für Pfanne und Topf und sowas. Dann gucke ich jetzt mal aus. Jetzt wird's wild. Ja, jetzt wird's wild. Wir haben ja erstmal eine schöne große Terrasse. Ja? Doch was ist jetzt special an der Terrasse? Das hier. Das hier. Pass mal auf. Das hier, das klickst du auf. Und dann hast du hier schon, der ist heiß, ja, der ist heiß, 38 Grad, da hast du hier einen Whirlpool, der sucht seinesgleichen. Hier kannst du Licht einstellen, hier kannst du natürlich diese Blubber-Effekte einstellen. Es ist wirklich brutal, es ist wirklich brutal. Und vor allem guckt euch das Licht an. Ich will jetzt nicht flexen, aber das ist geil. Ja, und das ist meine neue Wohnung, by the way. Ne? Also ihr wisst das jetzt noch nicht, aber es ist meine neue Wohnung, die habe ich mir gekauft, die kostet auch bloß 3 Millionen Euro und mit meinem zweiten Kanal kann ich das easy stemmen. Ja, ansonsten ist hier hinten noch so ein Notausgang, aber das brauchen wir jetzt nicht weiter angucken. Deswegen gehen wir jetzt runter und das wird richtig wild. Komm rein. Als allererstes gehen wir in diesen Raum, das ist das Gymnasium, ja. Hier habe ich auch mein Abi gemacht, Kappa. Dann kommen wir jetzt in einen Bereich, ja, den besuche ich derzeit sehr, sehr gerne. Und zwar ist es ein. Also, wie krank ist das bitte? Hier ist auch alles niemand einfach. Wir haben heute eingecheckt, hier ist Real Talk niemand, wir sind die Einzigen. Und hier ist einfach ein astreines Fitnessstudio. Ja. Also, ja, was kann man noch besser als machen? Ich meine, guck mich an. Ja, guck mal, wie fit ich jetzt bin. Nee, Papi, komm ich schon noch hin. Also das ist gar kein Problem. Und ja, also hier wird man sich auf jeden Fall austoben können. Ja. So, liebe Freunde, jetzt wo wir die Gains haben, können wir rübergehen in den Wellnessbereich. Achtung, hier ist eine Stufe. Okay, als allererstes haben wir hier einen Liegebereich. Es ist arschwarm hier. Ne? Also wenn du hier keinen Arschschweiß bekommst, dann weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir hier einen Pool, der übel warm ist, der richtig, richtig warm ist. Also geiler geht es eigentlich fast gar nicht. Ich komme mal ein bisschen näher ran, weil sonst hört man mich wahrscheinlich nicht. Weil es ist hier ein bisschen angelautet. Und hier drüben hat man überall Chill-Ecken. Mit Steckdosen, by the way. Also hier kann man sich heftig vergnügen mit Handy, Laptop, alles Mögliche. Aber das Highlight kommt ja noch. Ja.
Denn das Highlight ist hier. Okay, nee, Spaß. Das Highlight ist wirklich, du liegst einfach hier, ja? Überlegt euch das. Ihr liegt hier und könnt einfach auf den Zipfel gucken, ja? Und wer guckt nicht gerne auf den Zipfel? Hat man mich drauf? Ich fühle mich jetzt wie ein erfolgreicher Unternehmer, ja? E-Commerce ist mein Ding und digitales Dropshipping, da sehe ich mich auf jeden Fall. Kommt mit, es geht nämlich noch weiter, Leute. Okay, wir kommen jetzt hier in einen Bereich, der, keine Ahnung, warum der da ist, aber der ist geil. Ja. Und zwar, in diesem Bereich befinden sich einfach Chill-Ecken. Also man kann sich jetzt hier einfach hinhauen und kann sich den Berg angucken und dabei schlafen. Und es ist schön warm hier. Vorhin waren, by the way, auch noch Enten oder Gänse hier. Also wie geil ist das bitte? Ja, also du hast hier wirklich die komplette Bergluft mit Tieren. Besser kann es nicht sein. Kommt in die Gruppe jetzt. Los geht's. Und zu guter Letzt hat man dann hier halt noch so einen Bereich, so sanitäre Anlagen mit Duschen und sowas. Ey, das sieht alles so gut aus. 10-mal besser als irgendwo zu Hause. Also, ja, ich habe euch gesagt, ich gebe kein Geld für Autos aus oder für irgendwelchen Luxusscheiß, aber für Urlaub auf jeden Fall. Und das lohnt sich hier gerade extrem. Das war vor allem übrigens preis-leistungsmäßig wieder mega günstig. Deswegen, Bonfortionös! Ach so, übrigens, was ich noch sagen wollte, wir haben hier irgendwo eine Sauna, ich weiß nicht, wo die Sauna ist, aber wir werden wahrscheinlich eh nicht reingehen, weil Tina, die jetzt hier gerade hinter der Kamera ist, Ohrenschmerzen hat, Ohrenentzündung oder sowas, und da ist Sauna nicht ganz so gut oder auch Dampfbad, das gibt es hier übrigens auch. Ja, das ist natürlich sehr schade, aber was will man machen, ich bin sowieso nicht der größte Fan von Sauna und sowas, und damit würde ich das Video jetzt beenden.